Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werde ich euch den Mac Adventskalender vorstellen und zwar sind da drin vorhanden 24 Produkte rund um das Thema Beauty und Zubehör. Gleich in dem ersten Schubfach hatten wir dieses Mac Pigment und zwar in der Farbrichtung Tan, das sind 2,5 Gramm. Dann haben wir auch noch ein paar Probegrößen im Adventskalender gehabt und zwar einmal hier diese Skin-Basis und zwar einmal von MAC Prep & Prime Natural Radiance Base Lumiere, also eine luminöse Skin-Base. Dann haben wir noch hier einmal von MAC Prep & Prime Skin Base Visage, also einfach eine eher normalere Skin-Base. Dann hatten wir noch unter anderem natürlich auch einen Lippenstift, wofür MAC ja sehr bekannt ist, und zwar einmal diesen hier, und zwar ist das die Farbrichtung Velvet Teddy. Und zwar sieht dieser hier so aus. Ist, finde ich, eine echt super schöne Farbe. Ist natürlich ein Klassiker von MAC und Lippenstifte braucht man ja meistens auch nicht auf. Aber auch zum Testen oder so einfach für die Handtasche, finde ich, ist der echt super süß. Dann haben wir noch natürlich einen Lidschatten und zwar dieses Mal ein Full-Size-Produkt. Sehr cool auf jeden Fall. Und zwar ist das diese Farbe hier. Das ist so ein rosa Ton mit so Goldpartikeln drin. Der sieht so hier aus, ich zeige euch den mal. Hat so einen Schimmer da drin, also echt ganz nett. Und die Farbe heißt Let's Roll. Dann haben wir noch einen zweiten Lidschatten, auch wieder ein Full-Size-Produkt. Dieses Mal eine etwas neutralere Farbe. Finde ich ganz gut, damit man den vielleicht mit diesem rosa Lidschatten ganz gut kombinieren kann. Und zwar ist das die Farbe Woodwinged. Und zwar ist das hier so ein Kopperton. Ich zeige euch den hier auch nochmal. Der ist natürlich so ein bisschen neutraler, aber auch auf jeden Fall eine super schöne Farbe. Und ich finde es, wie gesagt, ganz cool, dass die beide so ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Dann haben wir auch noch ein Produkt für die Augen. Und zwar haben wir hier so eine kleine Mascara-Probe. Finde ich auf jeden Fall auch ganz nett. Und wie gesagt, für die Handtasche kann man sowas natürlich immer mal gebrauchen. Dann machen wir mal mit den Lippen weiter. Und zwar haben wir hier einmal eine Pflege. Und zwar wieder MAC Prep & Prime. So sieht es aus. Das ist so ein weißer Pflegestift hier. Auch ein Full-Size-Produkt. Und dazu passend haben wir auch noch einen Lip Scrub. Auch wieder ein Full-Size-Produkt. Also wie ihr seht, es gibt auf jeden Fall ein paar Full-Size-Produkte in diesem Adventskalender. Und einmal zwar dieses MAC Lip Scrub in der Geruchsrichtung Sweet Vanilla. Apropos Lippenstift, dazu haben wir natürlich auch was. Wieder ein Full-Size-Produkt. Und zwar hier einmal diesen Lip Pencil. Und zwar so eine rote Farbe. Das ist die Farbe Sherry. Ist auch natürlich ein sehr bekannter Lip Liner. Und dazu passend, der war nämlich in der, im 23. Türchen vorhanden, hatten wir in der 24 einen großen, also ein Full-Size-Produkt, einen Lippenstift. Und zwar in der Farbe Ruby Woo. Ich mache euch den mal auf. Und das hier ist einfach ein klassisches Rot, perfekt für Weihnachten. Und natürlich auch ein Bestseller von MAC. Machen wir weiter mit einem anderen Bestseller. Und zwar auch, war auch vorhanden hier einmal MAC wieder aus der Prep & Prime Serie. Und einmal zwar das Fix Plus Spray. Das ist ein 30 ml, also eine Travel Size. Kann man auch ganz normal im Laden erhalten. Dann haben wir noch was Zubehörmäßiges. Und zwar haben wir hier einmal so einen Anspitzer. Also perfekt für die beiden Stifte. Dann haben wir noch so einen kleinen Spiegel, so einen Handspiegel hier. Ich zeige dir mal kurz. Dann haben wir hier noch so eine kleine Probegröße und zwar das MAC Cleanse of Oil. Das sind hier Not for Sale steht hier drauf. Das heißt, man bekommt das wie gesagt so. Das sind nur 6 ml. Aber zum Testen denke ich sehr solide. Dann haben wir hier noch einmal die MAC Stroke Cream. Wieder so eine kleine Travel Size. Das sind 6 ml. Also einfach nur zum Testen. Not for Sale steht auch hier drauf. Das ist natürlich auch ein Bestseller. Vielleicht hätten sich viele gewünscht, dass diese Creme in groß drin ist, weil die natürlich sehr viel verkauft wird. Aber wie gesagt, zum Testen nicht schlecht. Dann haben wir auch noch was anderes und zwar das einzige Produkt für die Augenbrauen. Und zwar hier so ein Augenbrauengel. Hier sieht man mal, das ist so eine kleine Bürste, die einfach wie so eine Mascara-Bürste ist, um die Augenbrauen zu fixieren. Dann hatten wir noch ein paar Wimpern in dem Adventskalender. So sehen diese hier aus. Ist natürlich Geschmackssache, ob die hier einem gefallen, aber ja, das muss natürlich dann jeder individuell entscheiden. Dann hatten wir noch was anderes für die Lippen und zwar hier so ein Lipgloss
Und wie gesagt, das finde ich auch ziemlich cool, weil wie man sieht, ist der wieder so rosa mit Goldpartikeln drin, also sehr passend zu dem Lidschatten. Und wie gesagt, sehr aufeinander abgestimmt irgendwie. Dann hatten wir noch eine zweite Farbe, die ist wieder ein bisschen neutraler. Also keine Ahnung, so einfach, dass für jeden Geschmack so ein bisschen was dabei ist. Das finde ich echt super nett. Und zwar ist das hier so ein Mauve-Ton. So, dann kommen wir schon zu den letzten Produkten. Und zwar hatten wir hier noch so eine kleine Parfümprobe drin. Und zwar MAC Velvet Teddy. Und zwar ist das passend zu dem Lippenstift. Dann finde ich, in der 4 war das, glaube ich, hatten wir noch ein Produkt. Und zwar hatten wir hier einmal so ein Make-up-Schwämmchen. Und dazu passend hatten wir so einen kleinen Tiegel. Und zwar stand da drin, dass man sich den auffüllen lassen kann beim MAC-Counter. Ich habe das mal für euch gemacht. Und zwar geht man dann da einfach hin und bekommt eine Beratung von einer MAC-Dame, die einem einfach dann ein bisschen erklärt, wie die Foundations aufgebaut sind und einen hier so einen 10-Tage-Tiegel abfüllt. Sehr cool, damit natürlich jeder auch mal die Foundations testen kann. Und dann das letzte Produkt, und zwar hier wieder ein Full-Size-Produkt, und zwar dieses Mal der Black Tracker Eyeliner. So sieht er aus, wie der ganze Tiegel. Und ja, das war schon der Adventskalender von MAC aus 2018, und ich denke, da sind viele sehr coole Produkte dabei. Wer schon sehr viel MAC hat, wird damit vielleicht nicht ganz so glücklich werden, weil er wahrscheinlich einen Großteil der Produkte schon besitzt, aber für alle anderen oder einfach für MAC oder allgemein Beauty-Liebhaber ist das, denke ich, ein ganz, ganz toller Adventskalender.